So? Nein, so weit vorne. Hinter mir wird gerade eifrig gekickt. Es ist die Aktivsession beim Barcamp des Marketingclub Karlsruhes. Wir sind hier in der Sportschule Schöneck, deshalb gibt es ein bisschen Sport. Ansonsten geht es aber eigentlich den ganzen Tag rund um Themen Marketing und was die Teilnehmer sich noch so ausgedacht haben und was es eben noch so gibt, das haben wir uns mal angeschaut. Ich stehe hier mit Gordon Geisler. Gordon Geisler ist der Moderator des Barcamps und hat extrem viel Barcamp-Ahnung. Was genau ist denn so ein Barcamp? Ja, ein Barcamp ist eine ganz tolle Möglichkeit, bei der viele Menschen zusammenkommen und gemeinsam entscheiden, was sie an diesem Tag besprechen möchten. Das heißt, hier treffen sich Teilnehmer, die das Thema Marketing aus unterschiedlichsten Perspektiven vertiefen wollen und voneinander lernen. Ich will dazu sagen, nach der Einleitung, das war tatsächlich ein Teilnehmer, der es gezeichnet hat. Und genau. Und somit habe ich jetzt vorhin schon die Funktion gesehen. Wen interessiert das? Brauchst du hier bleiben? Um ein Beispiel zu sagen, warum posten, sagen wir mal, auf der Warte? Wo sind da, wo werden da die Grenzen aufgezeigt? Das war eine ehemalige Kollegin von mir, die hat ein Buch dazu geschrieben. Bei einem Marketing-Barcamp, also einem Themen-Barcamp, diese Art war ich bisher noch nie. Ich finde es ganz spannend, auch aus diesem Bereich mal Neues zu erfahren, dazu zu lernen, in dem Bereich, wo ich mich vielleicht noch nicht auskenne oder verbessern kann. Und habe mit dem kleinen Vortrag und Fragerunde zu Twitter-Marketing auch meinen Teil dazu beitragen können. Listen anlegen, vielleicht auch thematisch sortiert. Mit Tools wie TweetDeck oder Hootsuite oder andere kann ich auch Tweets steuern. Somit wäre das am Ende, nutzt das oder den Hashtag. Bist du allein? Jetzt nächstes Thema. Also ich würde gerne was über Ich stehe hier mit der Bianca. Es war Biancas erstes Barcamp und jetzt bin ich natürlich neugierig. Wie hat es ihr denn gefallen? Ja, mir hat super gut gefallen. Ich habe viele nette Leute kennengelernt, ein paar schon vom Marketing Camp, vom Marketing Club gekannt. Und ich habe einfach super viel mitgenommen. Ich glaube, ich konnte auch hier und da dem einen oder anderen vielleicht einen kleinen Tipp geben, nichts Großes. Aber vielleicht traue ich mich nächstes Mal auch selber eine Session zu machen.